Wie denn? Was machst du? Ich verprügel ausländische Mitbürger. Oh, da hört ja Spaß und das Lachen auf. Ne, der das von ganzem Herzen sagt, dass er gerne Ausländer verprügelt. Das schockt mich so gerade ein bisschen. Dann habe ich nur gesagt, Kanacke, mach dich weg. Und schon gab es Streit. Ah, ja, klar. Habe ich ne verprügelt. Du, hey, das ist meine Tochter. Ja und, sie ist 16 Jahre alt. Das aber nicht erwachsen. Nee, aber mit 16 kann man das schon selbst bestimmen. Ja, nee. Doch, oh ja, so sind die Gesetze. Das heißt, der Murat, der deine Tochter weggebracht hat. Markus von Ehemann braucht. Dennis und Dario. Snacks zum Mitnehmen. Okay. Best of Domian 5. Jürgens 5 heftige Ausraster und Ansagen. Ach so, Jürgen ist der Domian. Du hast gecheckt, ja? Ah. Max, der Brezel. So mit dem Snacks. Was geht ab, liebe Freunde? Willkommen bei zum Mitnehmen. Snacks. Hier ist Boris. Boris ist 43. Hallo, richtig. Boris. Hallo, guten Abend. Ja, guten Abend. Wusstest du, dass Boris der Freund ist von der Doris? Ah, welcher Boris? Der Boris von der Bachschule? Oder? Nee, ist der Bäcker. Ah, okay, der. Der hat anonym angerufen. Nee, halb anonym angerufen. Boris, über was reden wir? Oh, ich habe Probleme. Erzähl. Guck mal, schon mal sagt er hat ein Problem. Okay. Ne? Also er hat schon mal reflektiert und sagt, ey, ist es ein Problem, was ich habe? Schon mal gut, ne? Damit wollen wir den... Keine Props geben. Den Rassist keine Props geben, aber ist schon mal ein guter Weg. Ich kann mich nicht benehmen. Ach. Ist wieder was anderes. Du benimmst dich also öfter daneben. Oh, das sehr oft. Also ich habe... Wie denn? Was machst du? Ich verprügel... ausländische Mitbürger. Oh, da hört euch ja Spaß und das Lachen auf. Richtig. Du verprügelst ausländische Mitbürger. Ich war darum sogar schon in Haft. Hast du eine Latte ab? Geil. Was hab ich? Hast du eine Latte ab? Bist du bescheuert? Warum machst du sowas? Ja, das ist ja nur, ich war mal verheiratet, hatte eine Frau und dann, ich war früher oft normal, wir hatten ein Haus in... und dann ich weiß, was du sagen willst. Die Frau ist denn mit irgendeinem Ausländer durchgebrannt. Murat hat seine Freundin geballert. Alter, ja. Mir fällt ehrlich, guck mal, ist immer abartig, wenn du so ein Nazi bist. Aber wenn du dann einen auch noch so reden hörst, ne, der das von ganzem Herzen sagt, dass er gerne Ausländer verprügelt, das schockt mich so gerade ein bisschen. So. Hart. Krass. Ich frag mich mal, was mit diesem Menschen passiert ist, ey. Ja, dann kam ich nach Hause und dann war ein Ausländer da. Den habe ich Maß genommen. Gut, deine Frau ist mit einem Ausländer fremdgegangen. Richtig. Und deshalb verprügelst du jetzt alle Ausländer, weil alle... Nein, damit fing das an. Damit verprügel ich ja nicht alle Ausländer, aber das ging ja so weiter. Denn meine Tochter ist heute 17, die hat einen ausländischen Freund. Das ist die Strafe, habe ich ihn auch verprügelt. Was für ein Problem gab es denn damit? Was für ein Problem gab es denn da mit der Tochter? Der wollte Sachen machen mit meiner Tochter, die macht man nicht mit einem Kind. Die hat er schon längst gemacht. Wie alt ist denn das Kind? 16. Aha. Was wollte der machen mit der 16-jährigen Tochter? Sex. Ja, dumme Frage, dumm. Und ja, wie alt war er? 27. Mhm. Wollte sie denn Sex mit ihm machen? Wahrscheinlich. Scheinbar ja. Ja, danke. Ist Boris. Musst du ihn nicht dazwischen funken. Hey, das ist meine Tochter. Ja und, sie ist 16 Jahre alt. Das aber nicht erwachsen. Nee, aber mit 16 kann man das schon selbst bestimmen. Ja. Nee. Doch, oh ja, schwierig, so sind die Gesetze. Schwierig. Ich glaube, du kannst es nicht verhindern, ob es dir gefällt oder nicht. Also wenn die 16-Jährige das will mit dem 27, dann ist es. Bruder, ich glaube, jeder hätte so jetzt so ein bisschen, ne? Tochter war es 27, meine Tochter 16. Natürlich. Aber das musst du trotzdem trennen, so, ne? Das ist weder eine Vergewaltigung oder sonst irgendwas, weil mit 16 du schon, gerade in der heutigen Zeit, ein 16-jähriges Mädchen weiß schon komplett, was abgeht, so. Ja. Das heißt, der Murat, der deine Tochter weggebracht hat, war bestimmt nicht der Erste in deine Tochter mit 16. Tut mir sehr leid, wenn ich das, aber so hört sich das gerade an. Der Markus von Ehemann war auch schon.
meine Tochter. So, völlig wurscht. Deine Tochter ist ein eigenständiger Mensch und nicht dein Eigentum. Ist halt trotzdem die Tochter, aber trotzdem. Okay. Aber mit 16 ist man doch nicht erwachsen. Erwachsen noch nicht, aber man hat schon viele Rechte in diesem Staat, Gott sei Dank. Was hast du denn da mit diesem Mann gemacht? Du hast ihn verprügelt, ja. Wie, was hast du genau gemacht? Wie, was habe ich genau gemacht? Naja, wie hast du ihn verprügelt? Richtig. Mit den Händen, mit dem Gummiknüppel? Mit den Händen, Füße, Kopf, alles. War er verletzt? Dolle. Was heißt dolle? Er war im Krankenhaus. Wie schwer war er verletzt? Der war lange im Krankenhaus, der war über 4 Wochen im Krankenhaus. Boah, der hat richtig. Und was ist dann hinterher aus dem Mann geworden? Das weiß ich nicht. Das weiß ich bis heute nicht. Bist du angezeigt worden von dem Jawohl. Mann? Jawohl. Was ist daraus geworden? Schwere Körperverletzung. Eine Haftstrafe. Oh, guck mal an. Eine Haftstrafe sogar. Ja. Wie lange warst du im Knast? 4 Jahre, 8 Monate. 4 Jahre? Krass. Und 8 Monate? Ja. Wegen dieser einen Sache. Dann, ja, aber Bruder. Dann hat er den Übel zugerichtet. Ja, aber ich meine, guck mal, da war jetzt 5 Jahre, weil er jemanden bearbeitet hat, um Gottes Willen, ne? Der hat den 4, 5 Wochen ins Krankenhaus geschickt. Also da kriegst du 5 Jahre. Heftig. Für so eine schwere Körperverletzung, denke ich, ne? Und so ein Pedo kriegt. Der ist nach. Ja, ein Jahr. Nach einem Jahr wieder Therapie. Raus auf Bewährung. Was hier schief läuft, ja, Leute, ich sag's euch. Nein, wegen 2 Sachen. Ich davor. Die haben ja dann alles zusammen gemacht. Das schimpft sich Strafzusammenschluss. Ah, ich wollte schon sagen, ja, das ist noch ein bisschen. Ich verstehe. Weil der Partner von meiner Ex-Frau war auch ein Ausländer. Das habe ich gerade schon gehört, ja. Den habe ich ja auch richtig gemeldet. Wie schwer war der denn verletzt? Der war auch 2 Monate im Krankenhaus. Also du hast den fast totgeschlagen? Ja. Ja, habe ich. Wie viel Ausländer hast du denn danach, nachdem du dann aus dem Knast wieder rausgekommen bist, nochmal verprügelt? Wie viele? 6, 7. Und was war da der Anlass? Die waren einfach Ausländer. Ja, das ist mein Problem, das weiß ich nicht. Eigentlich gab es keinen Anlass. Ich mag die einfach nicht. Wer sind denn die? Wie was sind denn für dich Ausländer? Ich bin in der JVA Wolfenbüttel gewesen, bin ich wieder nach Braunschweig gezogen und dann. Somit nehmen die Snacks. Als ich in Braunschweig kam auf dem Bullweg, dann kam ein Türke zu mir an und wollte mich volllabern. Dann habe ich nur gesagt, Kanacke, mach dich weg, und schon gab es Streit. Ah, ja, klar. Habe ich ihn verprügelt. Weil, ich weiß nicht. Jetzt hast du so viele verprügelt danach schon wieder. Gibt es schon wieder eine Anzeige? 2. Ich frage mich eine Sache. Ja. Entweder ist dieser Boris einfach so ein Ochse mit Stirnnacken, Glatze und Maschine, weil der hat jetzt mittlerweile in diesem kurzen Gespräch schon erzählt, dass er 8 Ausländer geboxt hat, krankenhausreif. Wie sehen denn diese Leute aus, die er geboxt hat, Bruder? Hat er von 8 keiner hat's geschafft, den auseinanderzunehmen, Bruder? Ja, das würde er niemals erzählen, wenn er auf die Fresse gekriegt hätte. Also wenn er noch nicht bekommen hat, wird es höchste Zeit, dass da. Wenn der noch lebt. Ja, der hat 2 Anzeigen wieder am Hals, der Boris. Der Wensen. Aber Boris. Ich habe zurzeit 2 offene Verfahren. Was denkst du denn über dich selbst, was mit dir los ist? Weiß ich nicht. Denkst du kritisch über dich? Also. Denkst du schlecht über dich, dass da irgendwas nicht stimmt? Ja, weil es können ja nicht alle Ausländer schuld sein, bloß weil ich, das geht ja gar nicht. Ja, das sehe ich auch so. Warum rastest du so aus? Genau, und das war, ich habe mich überhaupt nicht im Griff. Als du 4 Jahre im Knast warst, bist du dann nicht psychologisch betreut worden? Nein. Das verstehe ich zum Beispiel jetzt überhaupt nicht. Eigentlich hätte man dir das verpassen müssen, eine gute, intensive Therapie. Ich hatte ja in der JVA auch Probleme. Ich habe mich da ja auch oft geprügelt mit Ausländern. Und dann, ich hatte oft Einschluss. Bei uns hieß das Einschluss. Mhm. Ich durfte nicht raus. Mhm. Und dann irgendwann kam die Haftentlassung. Dir ist klar, dass du jetzt schon mehrmals einen Menschen fast getötet hättest? Ja, klar. Ja. Was? Und mit dieser Gewissenslast würdest du dann leben müssen?
Bruder, der Typ langweilt mich maximal. Weißt du, was ich mich gerade frage? Ja. Warum ist bei Domian auf der rechten Seite einfach so ein Elch, so ein Porzellan-Elch? Hat das eine Bedeutung? Ist doch so ein Elch. Ja. Das ist die versteckte Botschaft von Domian. Der Elch. Ist es ein Elch oder ein Rentier? Oder es ist der Boris. Okay, Freunde. Das war, also wenn ihr auf jeden Fall die Folge weiter anhören, ansehen möchtet, auf Domians Seite, Boris verprügelt und hasst Ausländer. Wenn ihr Bock habt, schreibt einfach einen Kommentar und schreibt uns einfach, wie ihr so einen Boris findet. Ja, eure Meinung würde mich gerne interessieren. Ja, super. Tschüss. Gute. Bye. Ciao. Snacks.